eine, also mir wurde wirklich in den Kommentaren auf Fettsack reagiert, das war nur einer oder so, hat gefragt, ob ich aufs Wettessen von mir und Unge reagieren kann. Und kann ich super gerne machen. Ich kann euch mal auch einen Blick hinter die Kulissen geben, wie das war zwischen mir und Unge. Also ich habe ja Unge und ich habe ein Wettessen gemacht. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, umso besser, falls ihr es gesehen habt, dann erzähle ich euch jetzt meine ganzen Gedanken, die hinter dem Video waren. Also, weil da war, ich sage euch wirklich, in dem Wettessen wirklich viel los, was in meinem Kopf abging. Beziehungsweise was, einfach die Vorgeschichte davon, damit ihr es versteht. Döner-Wettessen gegen Evanjo. Von wem? Von Ungespielt. Guckt euch mal diese Ansage an, Leute. War, als das hier erzählt worden ist, ne, dachte ich noch so, wo bin ich hier? Ich hatte einen Sack über dem Kopf. Ich wusste nicht, was abgeht. Ich war einen Tag vorher noch in Deutschland. Alles war gut, Leute. Alles war gut. Ich war in Deutschland und alles war schön. Und plötzlich habe ich einen Sack über dem Kopf und bin einfach, Moment, huch. Wo ist meine Kamera? Hallo. Da bin ich. Und plötzlich war ich einfach irgendwo anders und nachher war ich auf Madeira. Ich habe euch eine Sache gesagt. Mhm. Und ich sage nicht einfach Sachen ohne Grund. So ist das, Jon. Es war ein YouTuber frech. Es Was? War ein YouTuber zu frech. Wer traut sich das? Geworden, zu frech geworden. Mhm. Es war Evanjo. Was? Ich? Nein. Er hatte mit KS Week ein Wiener Schnitzelwettessen gemacht und hat erzählt, er hätte mich im Wettessen. Habe ich dich nicht im Wettessen besiegt bei den scharfen Nudeln? Abgezogen. Ja, ich hab den also, abgezogen. Leute, was ich dazu sagen soll, wusste ich. Aber muss dazu sagen, Leute, Pizza-Wettessen hat er gewonnen, Schokoladen-Wettessen hat er gewonnen und ich habe scharfe Nudeln-Wettessen gewonnen. Da steht 2-1 zu diesem Zeitpunkt. Dann nicht mehr. Ich sag's euch ganz ehrlich. Und ich habe dann gewusst, ich muss diesen Bären wieder aus seiner Höhle von Madeira, ich muss ihn kitzeln. Ich muss sein Popoloch kitzeln. Ich musste, Simon steht ja vom Stuhl irgendwann auf, nach oben geklickt, ne? Und ich musste es schaffen, diesen Popo hier zu kitzeln von ihm, so dass er was macht, dass er eine Aktion folgt, Leute, dass ihr ein neues Wettessen kriegt. Ich hab gesagt, ich werde den Jungen entführen. Ich habe gesagt, in einer Woche bist du auf der Insel. Vor einer Woche. Ich habe gesagt, in einer Woche bist du auf der Insel. Hat er wirklich gesagt. Ihn entführen lassen. Er wird heute mit mir ein Döner-Wettessen machen. Hier in diesem Stream. Ich dachte nicht wirklich, muss ich echt sagen, dass Simon das schafft, aber der Typ hat Connections, Mann. Können Sie mal bitte die Geiseln reinbringen? Können Sie mal bitte die Geiseln reinbringen? Guckt euch mal rein, Leute. Mein eigener Freund Panna hat bei diesem Scheiß mitgemacht. Und plötzlich bin ich da. So, mein Lieber. Wo bin ich hier? Guckt euch das an. Guckt euch das an, dieser Mann, Alter. Mal ganz auf den Tisch hier hoch. Und der lässt sich sogar noch Zeit, der lässt sich Zeit bei meiner Quälerei. So, mein Lieber. Ja, lass mal. Oh mein Gott, wer könnte unter dieser Maske sein? Es ist ein Schwein! Kommt dir das hier bekannt vor? Das kommt mir. Du hast so einen scheiß Pickel hier ab, einfach so links. So einen richtig fetten Pickel. Kommt dir dieses Setting hier bekannt vor? Ja. Du weißt, wo du hier bist. Ungeklickt? Ungeklickt, mein Lieber. Okay. Und jetzt? Ungewichst. Guck mal, was das ist. Kannst du mal versuchen, die irgendwie alle auf einmal rein... Ey, was für ein geiles T-Shirt ist das eigentlich hier mit so japanischen... Ey, könnt ihr sagen, was ihr wollt, Leute. Alter, das ist doch ein geiles T-Shirt. Zu bringen. Schaffst du das, ohne dass die fallen? Scheiße, Alter, guck dich mal diese Döner an. Jetzt kann man ja sagen, ey, das sind ja voll die kleinen Döner und so weiter und so fort. Wisst ihr, was halt scheiße war? Wir waren vorher noch bei... Achso, ich war nicht. Simon war so ein Dönerladen, ne? Und der war eigentlich ganz nice. Das Lustige war auch, der Dönermann da ist ein... Also, ich weiß nicht, auf welches Land er kommt. Ich glaube, er ist schon Portugiese, weil er sah jetzt nicht unbedingt deutsch aus. Aber er kam aus Deutschland, also sprich, er konnte Deutsch reden. Er hat so gesagt, den Döner, dann gab es hier Döner, die waren wirklich nicht so groß. Ich habe zu Simon schon vorher gesagt, ich habe die Döner noch nicht gesehen. Und meinst du Simon so, ey, bitte, lass mal nur 2 Döner holen. Weil Problem ist halt, ich bin wirklich ein schneller Wettesser, aber ich bin nicht so gut, was Masse angeht. Also, wenn du mir jetzt so 1000 Gramm, Millionen Burger hinlegst, oder wie damals bei Simon, so 2000 Pizzen. Da bin ich, gebe ich zu, Leute, was Masse angeht, bin ich einfach ein bisschen schwach, muss ich echt sagen, was Masse angeht. Was Schnellessen angeht, da bin ich wirklich am Start. Das Ding ist, dann habe ich gesehen plötzlich, die Döner sind ja gar nicht so groß. Aber trotzdem, es sind, auch wenn die Döner nicht groß sind, es sind ja trotzdem 3 Döner. Und das Problem ist, du hast dann so, guckt euch mal diese Fresse an. Du hast dann so... Spielst. Auf jeden Fall hast du dann so ein Monster vor dir, also der hier auch so grinst, also wirklich, Simon, eine Aufgabe, die du bewältigen musst, mit 3 Dönern. Döner. Also insgesamt, jeder hat 3 Stück. Schöne. Leider, das Problem war, Fleisch ging ja nicht, weil, ihr wisst ja, ein Vigino ist und Jungfrau. Problem war, Falafel war auch ausverkauft, deswegen haben wir so Salatdöner gehabt. Ist jetzt nicht das Geilste gewesen, aber er hat extra Salat noch reingehauen. Und Simon ist so ein Wichser, der hat sogar noch Tomaten reingehauen, Alter. Schockgesell-Döner. Du hast zu mir gesagt. Ja, ich hab gemuckt. Du hast gemuckt. Ja, ich hab gemuckt. Du hast zu mir gesagt. Du hast mich im Wettessen abgezogen? Ja, hab ich doch. Von 3 Wettessen, wie oft hast du gewonnen? Von 3? Einmal. Ja, ich war frech. Das war ganz schön frech. Ich wollte den Bären reizen. Das war ganz schön frech. Mein Lieber, jetzt gibt es ein Döner-Wettessen. Ihr wisst Bescheid. Alter, das ist schon, also sieht nicht so groß aus, Leute. Aber es sind halt trotzdem 3 Döner, das darf man nicht vergessen. Dönerplatte spezial. Das ist halt mit Deutschen nur schwer vergleichen, weil sind in Deutschland so verwöhnt, was Döner angeht. Die Döner in Deutschland sind wirklich groß, sind wirklich auch natürlich nochmal leckerer, würde ich sagen. Ich habe Döner auch auf mal direkt getestet, vielleicht kommt ein Video dazu. Ich habe ein Video gedreht, ob es kommt oder nicht, weiß noch nicht ganz genau. Also auf welchem Kanal. Aber ich kann nur sagen, ja, guck, wie ich da grinse, Digga. Guck mal, wie ready ich war. Auf jeden Fall war der Döner natürlich schwer zu vergleichen mit dem deutschen Döner. Sage ich jetzt schon mal zum Voraus. Oh, da steht ich glaube, 3 echte deutsche Döner. Ach, nochmal, das ist nochmal ein ganz Ticken schwer. Weißt du was? Ich werde es schaffen. Ob ich dich besiegen werde, bin ich ehrlich, wird ein Kampf. Das Ding ist, was geil an dir ist, du bist wirklich ein würdiger Gegner.
Ist so, weil guck mal, ab Rap, ohne Geschleim jetzt, scheiß drauf, mir geht's ja nicht darum, Simon Arsch zu kriechen, mir geht's ja darum, wirklich das zu sagen, weil Simon ist wirklich ein Gegner, also ohne Scheiß, Leute. Böse gemeint gegen Red oder KS, Digga, das kann man nicht ernst nehmen, der. Ich hab ja wirklich, also kann man ernst nehmen für mich? Es und Abode, die wurden einfach gegessen. Die wurden wirklich aufgegessen zum Frühstück. Das kannst du ja einfach schwer mit Simon vergleichen, weil Simon ist ja wirklich ein Tier, was jetzt nass angeht. Auf einmal macht er nicht. Nein, natürlich muck ich, aber ich muss dir die Wahrheit sagen. Bei KS-Freak, da wurde gemuckt. Ja, der wurde gemuckt. Komm, hier erstmal. KS-Freak wurde gemuckt. Natürlich, ich muss aber auch sagen, ich war brutal nervös. Ich weiß noch, was mehr, aber ich war wirklich nervös. Nicht wegen, weil 20.000 Zuschauer zugeguckt haben, sondern einfach, weil ich dachte, Scheiße, ich habe so gemuckt, ich muss liefern. Und Simon hat mir wirklich tagelang eingeredet vorher. Wirklich tagelang vorher. Ey, Digga, ich werde dich so fertig machen. Ich werde dich so besiegen. Ey, ich werde dich fertig. Oh Gott, er mich psychisch angeredet. Na, Mann. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Ich war aber so ready, weil es da losging, ne? Mach den Countdown, Chat. Guck mal, wie fett dieser Pickel da rechts ist. 10er Countdown. Mach einen 10er Countdown. Achte auf Yannick. Los. Guck, Leute, Simon ist auch voll behindert. Ich hab schon direkt runtergegriffen, direkt gebissen. Aber Simon, Digga, wichst sich da noch ein. Irgendwas hat er da gemacht. Ich hab direkt wirklich reingebissen. Und ich hab gemerkt, ey, der Döner ist nicht so groß. Aber ich hab gemerkt, ey, der Döner ist ja gar nicht so groß. Der ist ja wirklich nicht groß. Aber es sind halt 3 Stück, wisst ihr, deswegen. Aber da habe ich gemerkt, so, ey, ich habe vielleicht doch eine Chance. Und Simon hat irgendwie übelst kleine Bissen genommen. Und ich habe mir gedacht, scheiß drauf, dickere Bissen. Zieh einfach durch, hau einen dicken Bissen rein. Und dann ging's ab. Die Musik ist auch so passend, ne? Ja, komm, du Schwein. Und ich habe gebissen und gebissen. Er hat immer große Bissen genommen. Und da habe ich gemerkt, Digga, ich habe einen Döner geschafft und Simon ist noch am Beißen. Da dachte ich, jetzt. Und guck mal, wie Simon durchdreht. Er haut alles auf einmal rein, weil er auch gemerkt hat, scheiße, er fetzt aber schneller. Und Simon schluckt da und ich bin schon am zweiten, Digga. Und Simon muss noch greifen und ich hau schon erst einen richtig dicken Bissen rein. Und ja, und noch ein Biss, und noch ein Biss. Ja, komm, du Fettsack. Und Simon ist da am struggeln, Digga. Er ist da irgendwie halt am Ersticken gefühlt. Aber der Döner war nicht schlecht, muss ich sagen. Tomaten, Digga. Siehst du, wie scheiße, aber ich hau einfach rein. Ich hab keinen Scheiß drauf, Digga. Ich hab auf die Tomaten. Einfach rein da. Und guck mal, viel da raus. Ich glaub, fällt das auseinander. Du musst vom Boden essen dann, ne? Na, ja, vom Boden essen. Safe. Und da hab ich alles zusammengehalten. Und hab irgendwie noch so, ja, hab ich da so, rein. Er hat dich gewinnen lassen, damit es klar ist. Na, was ein Quatsch, hört nicht auf so eine Kacke, Digga. Simon hat sein Leben gegeben. Er wollte auf Leben und Tod gewinnen, Digga. Und dann ich beiß und wirklich dann, ich wusste irgendwie, ich hab einfach gemerkt, Digga, ich bin fast bei 2 Döner. Simon hängt irgendwie komplett hinterher. Ich hab Zeit. Simon meinte auch einfach zu mir, er hatte die Taktik, er dachte, es sind 3 Döner, das spricht, er macht so einen Marathon-mäßig. Am Anfang bis der leichte Lanze rein und dann stopft er und stopft, aber sieht er gleich. Und dann, bam, 2. Und Simon, guck mal dieses Monster an. Willst du mich verarschen? Guck dich mal rein, guck nur auf Simon. Komm, wie der reinballert. Guck, ich weiß, ob man sieht's in der Cam. Ich hoffe, ich blockiere das nicht. Doch, da sieht man's. Digga, wie der reinhaut, dieses Schwein. Und er haut direkt den dritten, weil er wusste, jetzt, er muss was reinhauen. Und da spuckt er, Digga, Simon hat sogar ein bisschen geschummelt, weil er ein bisschen da reingespuckt sogar. Das heißt, er muss ja weniger kauen. Guck, wie der reinhaut. So. Also ohne Musik wäre das, glaube ich, so ein scheiß Fettessen, ne? Und dann erhaut Simon, guck mal, was für Bisse der auf einmal nimmt. Und ich hab gemerkt, scheiße, ich kann gewinnen. Guck mal, wie der ist, der haut so rein. Ey, Simon hat auf das Gleichstand, Digga. Simon ist geisteskrank. Aber da ist er erstickt. Da ist Simon fast erstickt, er hat keine Luft mehr bekommen. Und da hab ich gedacht, scheiße, Simon erstickt, Digga. Digga, Simon ist fast erstickt. Wirklich, er hat gemerkt, Digga, Simon kann nicht verlieren. Der Typ hasst es zu verlieren im Wettessen. Der ist fast erstickt, Mann. Oh mein Gott. Aber ich dachte ehrlich, ich muss ihm helfen, so, ne, Digga, ist doch normal. Da ist ja kein Video mehr, scheiß auf Video, Digga, wenn er stirbt, Digga, das wäre nicht lustig, Digga. Das hat eine Grenze halt irgendwo, ne. Und Simon haut da weiter. Ach, Digga, guck mal, wie der ist. Guck mal, ich hab da auch schon ein bisschen gestruggelt. Ich dachte so, oh, aber Simon, guck mal, wie der beißt. Guck mal. Ich sehe das jetzt zum ersten Mal, weil ich habe nur auf meinen Döner geachtet. Ich habe kaum Simon angeguckt. Ich habe probiert, nur zu denken, ich esse jetzt, ich scheiß auf Simon. Guck mal, was Simon macht. Jetzt drin! Guck mal, Simon hat, Digga! Guck mal Simons Mund an, Digga. Und dann ich hau diese Serviette auf den Boden, weil ich gemerkt hab, ich hab es! Ich hab Simon geschlagen auf seinem Kanal! Ich hab gemuckt und hab gewonnen! Wisst ihr, das war, Simon hat so gemuckt am Anfang, wisst ihr noch? Und jetzt, Digga, ich hab ihn aber gefickt vor seinen Leuten, Digga! Guck mal, wie kurz das war, wie knapp das war. Ey, Simon war so sauer. Ich muss doch zugeben, bei mir ist doch mehr runtergefallen. Oh, nee, da ist alles gleich runtergefallen, aber gleich viel. Ich hab gemuckt, Simon. Ich hab gemuckt! Aber ich hab geliefert! Ich hab gemuckt! Aber ich hab geliefert! Ja! Ich hab geliefert! Ja! Ich hab gewonnen! Gegen Simon, Leute. Es war ein Kampf!
Ich hätte nicht gedacht, ich gebe wirklich zu, Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass ich Simon weghaue. Sag ich ehrlich. Also Simon hat mich psychisch total angegriffen. Ich habe geschafft zu gewinnen und das war so geisteskrank heftig. Simon ist echt ein Monstergegner. Simon ist echt mein Lieblings-Wettess-Gegner bis jetzt. Mal gucken, vielleicht kommen noch andere Leute, mit denen ich auch sowas sehr gerne mache. Aber offiziell, Leute, steht es jetzt 2-2. Das nächste Wettessen wird irgendwann kommen, Leute. Lasst euch überraschen. Das Problem war leider, ich spoilern jetzt schon mal. Problem war einfach, dass Simon es überhaupt nicht gut ging die letzten Tage, als wir Madeira waren. Und deswegen konnten wir das dritte Wettessen nicht machen. Ich hatte auch leider ein bisschen Bauchschmerzen. Aber ich hätte es durchgezogen, aber Simon war wirklich K.O. Und deswegen habe ich gesagt, ey, weißt du was? Wettessen werden verschieben. Die Story geht weiter. 2-2 trennen wir uns jetzt erstmal. Aber das dritte Wettessen, mal gucken, wer dann gewinnt, Leute. Ich habe aber das Ding ist, muss man dazu sagen, ich habe jetzt zweimal hintereinander gewonnen. Ich habe Schafnudeln gewonnen. Hab jetzt mal gewonnen. Und wenn ich jetzt ein drittes Mal noch gewinnen würde, hätte ich dreimal hintereinander gewonnen. Dann kann niemand mehr sagen, hier, Simon hat nicht gewinnen lassen. Nein, Leute, ich habe wirklich, Simon hat sein Leben gegeben, ich habe mein Leben gegeben. Gewonnen. Bin stolz auf mich. Ich hoffe, ihr seid auch stolz auf mein Schwein. Auf euer Schwein.